Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games mit der letzten großen Box zum Sonne und Mond Release Event. Heute haben wir hier diese wunderschöne Relaxo GX Box. So sieht das ganze Stück aus. Ich werde euch mal die Kamera, obwohl ein bisschen höher stehen, müsste gehen, genau. So sieht das ganze hübsche Stück aus mit Relaxo GX. Die könnt ihr also auch spielen in einer normalen Spielgröße und nochmal in einer überdimensionalen Größe. Und dazu noch eine normale Relaxo-Karte aus dem letzten Set Evolutions. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen Cut. Ich packe das ganze Ding mal aus und gucken wir einfach mal, was hier so Schönes drinnen ist. So, da haben wir das hübsche Stück schon mal ausgepackt. Jetzt kann ich die Kamera wieder ein Stückchen nach unten stellen. So, was haben wir denn jetzt alles hier drin? Wir haben eine große Relaxo-GX-Karte drin. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch in klein und in spielbar. Relaxo GX 190 KP, Kollaps mit 80 Schaden. Dieses Pokémon schläft jetzt mit 3 Energiekosten. Dann haben wir 5 Energiekosten für das donnernde Schnarchen mit 180 Schaden. Diese Attacke kann nur eingesetzt werden, wenn dieses Pokémon schläft. Wenn es nicht schläft, hat diese Attacke keine Auswirkung. Okay, also erst Kollaps und dann das donnernde Schnarchen und dann gib ihm. Und Schluss damit GX mit 5 Energiekosten, 210 Schaden. Dieses Pokémon schläft jetzt. Also könnt praktisch gesehen, wenn ihr das Pokémon auf eurer Bank aufbauen könnt mit 5 Energie, Schluss damit, also Schluss mit Lustig, GX spielen, eventuell das gegnerische Pokémon rausnehmen und dann danach mit dem donnernden Schnarchen nochmal ordentlich Schaden machen und habt immer noch den Kollaps, um euch wieder einzuschläfern. Ist also eine ziemlich brauchbare Karte, muss man aber auch allerdings erstmal irgendwie spielen können, weil 5 Energie sind halt echt nicht wenig. Dann haben wir noch eine normale Relaxo-Karte aus dem Evolution-Set als Promo-Karte. Die gibt es halt auch wirklich bloß als Promo und nicht in dem Set. Und 4 Booster-Packs, Turbo-Fieber, Dampfkessel und 2x Evolution. Ich würde sagen, wir fangen mit Evolution an, gehen dann in den Dampfkessel und dann zum Turbo-Fieber, zum Ältesten. Und wir gucken einfach mal, was wir drin haben. Das Ganze könnt ihr euch wie immer bei uns im Gate to the Games Shop bestellen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Genauso wie die aktuellen Sonne- und Mond-Sets, die ganzen Displays, die ganzen Themendecks haben wir da schon alles drin. Also guckt mal rein, falls euch das interessiert. Und wir starten mit einem Nidorino. Professor Eichs Tipp: Glutexo, Quapsel, Sandan, Voltoball, Magnetilo, Raupi, einem Reverse Radikal und einem Holo Magneton. Also gar nicht mal so schlecht gestartet hier. Und wenn wir Glück haben, vielleicht ziehen wir noch eine EX-Karte. Übrigens, sorry für das Geknister, aber lässt sich halt nicht so vermeiden, wenn man ein gutes Mikrofon hat. So. Safcon. Professor Eichs Tipp, Rockos Durchhaltevermögen, Carpador, Traumato, Raupi, Nebulak, Digda, ein Reverse Nidorino und ein Digdri als normale Rare-Karte. Evolutions hat uns schon mal kein Glück gebracht heute. Okay, wir haben schon beim Display-Opening viel EX-Karten rausgezogen, das stimmt allerdings. Aber heute hat es uns kein Glück gebracht. Mal schauen, wie es im Dampfkessel aussieht. Ob da was Hübsches für uns drin brodelt. Wenn ich den Kessel denn aufkriege. So, widerspenstig. Aber er hat sich öffnen lassen. Und wir starten mit dem Pokémon Ranger. Dartignes. Vati. Kapuno. Tangela, Glibunkel, Otaro, Merrill, einem Reverse Klavion und einem Holo Panferno. Ah, schon 2 Holo-Karten in so einer Box ist auch nicht schlecht. Trotzdem wäre der Hauptgewinn eine EX-Karte und vielleicht haben wir das Glück im Turbo-Fieber, dass wir eine schöne EX rausziehen. Merkt, ich bin schon voll im Sonne und Mond in ganzen Sachen drin mit GX und EX und muss ich schon ein bisschen umgewöhnen. Wenn man erst immer GX sagen musste, jetzt GX sagen muss, ist schon ein bisschen komisch. Top-Trank, Symvolara, da haben wir das umgekehrte Tal, Zupputze,
Kamaup, Shinux, Endivia, Pipi, ein Reverse Rare? Nein, ein Reverse Uncommon zur Pause und ein Entoron als normale Rare-Karte. Leider kein Glück mit einer EX-Karte. Naja, man kann nicht alles haben, Dafür haben wir diese coole Relaxo GX-Karte am Start. Und ich würde sagen, das war das große Pokémon Sonne und Mond Release Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit insgesamt 6 Videos zum neuen Set. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr gerne ein paar Kommentare da lasst, wenn ihr Likes da lasst, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten, wenn es euch gefällt, dann lasst auch bei dem Video hier ein Like da. Bestellt euch die Karten im Shop, ich kann es wirklich bloß empfehlen, bei Gate of the Games zu bestellen. Sind eigentlich auch mit die günstigsten, wenn man so rumguckt und bei anderen Shops mitsucht. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.